Liebe Hallenserin, liebe Hallenser, liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zu unserem Richtfest hier auf dem Holfplatz, auf dem Holzplatz. Es geht um das Richtfest des Planetariums. Begrüßen Sie mit mir Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand, Dirk Schlesier, den Leiter des Planetariums, Dieter Gremmer, den Geschäftsführer der Leinetaler Hochbau GmbH, Polier- und Zimmerermeister Andreas Eckhardt. Zum Ablauf zunächst die Statements der drei Herren. Anschließend zeigen wir den Richtkranz und Herr Eckhardt wird parallel dazu den Richtspruch formulieren. Anschließend ist ein kleiner Einspieler geplant und dann erfolgt die Fragerunde der Journalisten. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich übergebe an den Oberbürgermeister. Ja, vielen Dank. Ich darf Sie ebenfalls recht herzlich begrüßen. Der Rohbau ist mit dem heutigen Tag abgeschlossen. Angesichts der aktuellen Corona-Lage verzichtet die Stadt heute auf viele, viele Gäste, die sonst herzlich willkommen wären. Stattdessen haben wir uns entschieden, das Richtfest in einem sehr kleinen Rahmen durchzuführen und der interessierten Öffentlichkeit im Internet zu streamen. Wenn im vierten Quartal des nächsten Jahres das Planetarium hier auf dem Holzplatz eröffnet wird, dann verfügt unsere Stadt nicht nur über das größte Planetarium Sachsen-Anhalts, sondern es wird modernst ausgestattet sein mit Visualisierungen und mit der optimierten Audiotechnik. Wir werden sozusagen dann in der ersten Liga der Planetarien mitspielen. Wie viel hat der Neubau gekostet? Insgesamt 14,5 Millionen Euro. In dem alten denkmalgeschützten Gasometer hier auf dem Holzplatz. Ausschließlich finanziert auf der Grundlage der Fluthilfe von Bund und Ländern. Auch möglichen Kostensteigerungen wegen der Corona-Pandemie übrigens können wir ebenfalls die Möglichkeit, hier den Kostenrahmen einhalten. Dafür den herzlichen Dank an die schnelle Mitarbeit im Landesverwaltungsamt und in den beteiligten Stellen. Das Planetarium ist eine spektakuläre Kultureinrichtung. Es ist ein wichtiger Baustein in der Entwicklung des gesamten Holzplatzes. Hier entsteht ein astrokulturelles Bildungs- und Freizeitzentrum für die Stadt Halle und ganz Mitteldeutschland. Einige Daten zum Hintergrund. Der Baubeginn war im Januar 2019. Die Baufertigstellung ist im vierten Quartal 2021 geplant. Die Kosten und die Kostensteigerung sind inbegriffen auf insgesamt 14,5 Millionen Euro. Zum aktuellen Baustand. Der Rohbau des Planetariums ist abgeschlossen. Aktuell werden die Fenster eingebaut und die Dachisolierung aufgebracht. Zuständig für den Rohbau war die Leinetaler Hochbau GmbH. Die nächsten Bauschritte sind, es folgt die Haustechnik mit Strom und Wasser sowie der Einbau der Außentüren. Das Planetarium ist ein Ersatzneubau für das alte Planetarium auf der Peisnitzinsel. Erinnern Sie sich bitte an die vielen Diskussionen im Stadtrat, welcher Standort der geeignete ist. In die alte Fassade hinein ist hineingepresst worden eine Ziegelfassade und weitere befindliche Elemente, die denkmalgerecht saniert werden und mit der Möglichkeit, 110 Sitzplätze hier aufzunehmen, in einem Kuppelsaal eine Sternenwarte zu integrieren, eine Beobachtungsterrasse und ein Sternencafé. All das wird das neue Planetarium zu einem Meilenstein machen, das, was wir hier in Sachsen-Anhalt so noch nicht gesehen haben. Vielen Dank. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, die sich so sehr eingesetzt haben und wünsche natürlich auch unserem Planetariumsdirektor viel Erfolg in der Weiterentwicklung und vor allen Dingen hier in dem letzten bevorstehenden Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Und ich übergebe das Wort an Dirk Schlesier. Bitte.
Ja, herzlichen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier im Planetarium auf digitalem Wege. Ich freue mich, dass der Rohbau mittlerweile fertiggestellt ist und die Architektur jetzt nicht mehr nur auf den Plänen zu sehen ist, sondern tatsächlich in dem Stadium auch erlebbar ist. Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken an die Mitarbeiter des Hochbaus, denn es war eine super Zusammenarbeit hier und ich muss sagen, ich habe viel gelernt, was das Baugeschehen angeht, aber ich glaube, und da freue ich mich sehr drüber, auch die Bauleute waren durchweg interessiert an dem, was hier später passieren wird, meine Damen und Herren, dass wir also hier im Planetarium das Universum nach Halle holen. Ja, und es passiert viel, meine Damen und Herren. Es ist so, dass wir in der astronomischen Forschung wirklich viele, viele neue Entdeckungen haben. Heute Vormittag habe ich erfahren, dass man jetzt doch tatsächlich Wasser auf dem Mond gefunden hat. Sie haben vielleicht gehört, dass viele Nationen zum Mond und dann auch weiter zum Mars fliegen wollen. Ja, und Wasser ist da eine gute Voraussetzung, um dort auch zu arbeiten, sage ich mal, nicht zu leben, aber zu arbeiten. Und das Planetarium wird all diese Anstrengungen, die jetzt in der Raumfahrt, aber auch in der Astronomie vorangetrieben werden, auf jeden Fall verfolgen. Und ich kann Ihnen sagen, das werden unheimlich spannende Sachen. Das wird eine unheimlich spannende Zeit in den nächsten Jahren. Ich kann auch schon ankündigen, dass im kommenden Jahr 2021, wenn die planmäßige Eröffnung ist, dann auch wieder ein deutscher Astronaut planmäßig zur internationalen Raumstation fliegen wird. Ja, das ist vielleicht ein kleiner Ausblick auf das, was uns hier erwarten wird. Meine Damen und Herren, es wird gleich noch eine kleine Baustellenführung geben. Ich würde jetzt ganz gern zunächst mal weitergeben an Herrn Kremmer, den Geschäftsführer von Leinertaler Hochbau. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich erstmal bedanken bei der Stadt Halle für den Mut, uns den Auftrag zu geben. Immerhin ist das der größte Einzelauftrag in unserer Firmengeschichte. 3000 Kubikmeter Beton, 300 Tonnen Baustahl und vieles andere noch mehr. Ganz besonders möchte ich mich aber bedanken bei meinen Mitarbeitern, insbesondere bei Zimmerermeister Andreas Eckert, der hier als Bauleiter die Hände nicht in den Schoß gelegt hat, sondern wirklich fleißig mit seinem Team gearbeitet hat. Schönen Dank und wir freuen uns, dass das alles termingerecht und in ordentlicher Qualität leisten konnten. Vielen Dank auch an das Planungsbüro, an das Statikbüro, an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Das war alles eine angenehme Zusammenarbeit. Und wir können Ihnen versichern, dass wir gerne wieder für die Stadt Halle bauen werden. Und wir wünschen dem Planetarium, dass so pünktlich wie der Rohbau fertig geworden ist, alles andere fertig wird und dass die Hallenser das gerne annehmen und immer gerne ins Planetarium gehen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir schalten jetzt raus vor das Planetarium, weil die Richtkrone jetzt nach oben gezogen wird. Und ich bitte Andreas Eckert, den Zimmerermeister, um den Richtspruch. Bitte schön. Hallo und herzlich willkommen. Es ist mit Gunst und Verlaub, es ist ein guter alter Brauch des Hauses, Richtfest zu begehen. Das meint der Bauherr sicher auch und alle Leute, die wir hier sehen. Hiermit grüße ich alle Gäste. Seid willkommen hier bei diesem Feste. Heute halten wir nach alter Sitte ein Richtfest in des Hauses Mitte. Mit großer Mühe und vielem Fleiß, mit Maschinenkraft und Schweiß, aber auch mit Sachverstand aus dem alten Gasometer ein neues Planetarium entstand. Die heutige Zeit zeigt ihr Gesicht, ein Dach aus Holz, das seht ihr nicht. Stattdessen waren Beton und Stahl für den Statiker die erste Wahl. Die Richtkrone hängt am Kran hier oben. Alle Bauhandwerker soll sie loben. Für diese Leute stehe ich hier. Von der Firma Leinetaler bin ich als Zimmerermeister und Bauleiter hier. Die Einschaler, Eisenbieger, Maurer und Betonleute
haben fürwahr keine Mühe gescheut. Sie haben gemauert, bewehrt, geschalt und betoniert und sich vor keiner Arbeit je geniert. Prost. Hoch lebe heute die Bauherrschaft, die uns mit diesem Bau viel Arbeit hat verschafft. Der Stadt Halle gebührt hier Dank, dafür nehme ich diesen Trank. Dieses Haus sei gegen Not immer da gefeit, sei von keinem Sturm und Hochwasser bedroht, jetzt und aller Zeit. Die Mitarbeiter sollen hier erfolgreich, glücklich und fleißig arbeiten und leben. Darauf wollen wir unsere Gläser heben. Prost. Auch alle Planer, wohl bewährt, seid heute mit meinem Lob beehrt. Plant weiter so mit viel Geschick, dann wird's bestimmt ein Meisterstück. Prost. Fährt nun nach alter Handwerkssitte das Glas in eure Mitte. So sei. Einen großen Schluck habe ich vergessen. So sei es mit dem Wunsch, der allen gilt, dass dieses Gebäude seinen Zweck erfüllt. Mein Spruch ist aus, die Flasche leer, hier oben gibt's kein Gläschen mehr. Die Sterne mögen immer günstig stehen, drum wollen wir jetzt zum Festschmaus gehen, den es leider nicht gibt, und zeigen, dass jeder von uns, Frau und Mann, auch tüchtig essen sowie trinken kann. Dankeschön. Vielen Dank. Anstelle des Festschmauses jetzt aber die kleine virtuelle Reise durch den Rohbau des Planetariums. Es ist ein kleines Filmchen vorbereitet worden, das würden wir jetzt einspielen. Dirk Schlesier nimmt Sie mit auf diesen kleinen Rundgang. Bitte Film ab. Herzlich willkommen im Rohbau des neuen Planetariums. Ich möchte Sie ganz gerne mitnehmen auf eine kleine Führung durch den Rohbau. Wir starten direkt hier im Foyer, im Eingangsbereich des neuen Planetariums. Und ich stehe schon vor dem Aufzugsschacht. Also hier hat man die Möglichkeit, dann in die oberen Etagen zu kommen, in das Obergeschoss und auf die Beobachtungsterrasse. Und von Ihnen aus gesehen, rechter Hand, da wird dann der Kassenbereich sein. Die Leute kommen also hier in das Foyer und kommen gleich in Richtung Empfang, in Richtung Kasse. Und wir machen jetzt mal einen Gang, von mir aus gesehen, rechter Hand, und laufen einmal durch das Foyer des Planetariums. Und Sie sehen schon, es ist hier sehr, sehr hoch. Wir sind über 7 Meter Höhe hat hier das Foyer, sehr schön. Ja, und wir gehen jetzt einmal in den Kuppelsaal des neuen Planetariums, nämlich in das Herzstück, dort, wo dann Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, sitzen werden. Ja, willkommen in der, doch unter der 12-Meter-Kuppel. Sie merken schon, die Kuppel ist noch nicht hier im Rohbau drin. Die kommt später hier in das Planetarium, wird später eingebaut. Aber was Sie schon wunderbar sehen können, die Grundmauern, der Rohbau des Sternensaals ist schon fertig. Und wenn man einmal nach oben schaut, dann kann man ganz wunderbar die Deckenkonstruktion sehen. Und die ist wirklich einzigartig und fantastisch hier für das neue Planetarium extra angefertigt. Denn da oben über das befindet sich ja die Beobachtungsterrasse. Und das Tolle wird ja sein, hier im Sternensaal kann man die Sterne virtuell sehen. Und wenn man dann sozusagen über dem Sternensaal auf der Dachterrasse sich befindet, dann kann man ganz real in die Sterne schauen. Das ist auch etwas ganz Besonderes, auf das wir uns hier im Planetarium dann freuen dürfen. Ja, wenn man das Planetarium an einer anderen Tür verlässt, dann steht man direkt vor dem Sternencafé. Wir haben also hier im Planetarium auch ein Sternencafé mit einer Dachterrasse, auch einer Kaffeeterrasse, wo dann die Leute gerne oben sitzen können, um Kaffee und Kuchen zu genießen, aber auch natürlich davor linker und rechter Hand.
Ja, so lädt das Planetarium eben auch nach den Veranstaltungen im Kuppelsaal dazu ein, noch etwas im Planetarium zu verweilen. Wir werden einige Ausstellungsflächen hier im Planetarium haben, wo man eben auch nach der Veranstaltung noch einiges erleben kann. Aber das wird jetzt noch nicht verraten, was genau das dann ist. Ja, liebe Besucherinnen und Besucher, wir sind jetzt hier im zweiten oder im Obergeschoss angekommen und ich möchte Sie ganz gerne mitnehmen, auch im Obergeschoss einmal eine kleine Runde zu drehen. Hier im Obergeschoss, da werden vornehmlich die Lehrräume sich befinden und auch die Verwaltungsräume. Wir stehen gerade sozusagen vor der zukünftigen Bibliothek, das heißt, wenn man also im Obergeschoss aus dem Fahrstuhl heraustritt, dann steht man schon vor der Bibliothek. Und wir gehen jetzt ein bisschen weiter, denn da wird sich dann der Seminarraum anschließen. Im Moment ist es noch so, dass die Trockenbauwände fehlen, ja, und nur die tragenden Wände jetzt, die Betonwände hier sind. Ja, wir gehen jetzt hier auf das Treppenhaus zu. Wir haben das Treppenhaus vorhin schon unten gesehen. Von unten gesehen, jetzt schauen wir einmal von oben dorthin. Und das Treppenhaus ist also architektonisch sehr, sehr schön. Wir haben zum einen die Ziegelfassade, die man dann auch noch im Urzustand sehen kann. Und auf der anderen Seite ja, den Zylinder des neuen Planetariums. Wir gehen ein bisschen weiter und wenn man aus dem Treppenhaus heraus geht, dann wird sich hier gleich vor uns eine kleine Treppe noch gebaut werden und über diese Treppe erreicht man dann die Beobachtungsterrasse, die sich jetzt hier oberhalb befindet und was jetzt noch ganz luftig und offen ist, das wird später verglast, ja, sodass man aber, wenn man einen Rundgang macht im Obergeschoss durch das Planetarium, dass man dann einen guten Blick auch auf die Beobachtungsterrasse hat. Und auf der Beobachtungs- und Eventterrasse kann man dann ja wunderbar beobachten. Man erreicht die Beobachtungsterrasse auch natürlich mit dem Fahrstuhl. Hier im Obergeschoss befindet sich dann auch die Verwaltung, auch ein kleines Produktionsstudio. Und was man jetzt schon ganz gut sehen kann, hier sind also tatsächlich auch schon die ersten Fenster eingebaut, die entsprechend ja, denkmalgerecht auch hier angefertigt wurden. Und eben auch an das alte oder an den alten Gasometer dann erinnern sollen. Ja, wir laufen noch ein bisschen weiter. Dann haben wir fast wieder eine ganze Runde um den Innenzylinder geschafft. Also hier gibt es wieder analog zu der anderen Seite ein Treppenhaus und wieder eine Möglichkeit, auf die Beobachtungsterrasse zu kommen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank fürs Begleiten. Also herzlichen Dank, dass Sie mit mir einmal durch den Rohbau des neuen Planetariums gegangen sind. Wir halten Sie natürlich gerne auf dem Laufenden und würde es mich natürlich riesig freuen, wenn Sie auch zukünftig ganz aufmerksam verfolgen, was hier mit dem Planetarium passiert. Und ich freue mich jetzt schon ganz wahnsinnig dann auf die Eröffnung planmäßig im kommenden Jahr. Herzlichen Dank für den Einspieler, herzlichen Dank für die Statements. Es sind uns auch Journalistinnen und Journalisten zugeschaltet, die wir hier auch sehen können und hören können. Ich grüße Dirk Skripczak von der Mitteldeutschen Zeitung und ich sehe Enrico Seppelt von Du bist Halle. Wenn die Kollegen Fragen haben, dann bitte, jetzt haben Sie die Möglichkeit. Bitte schön, gibt es Fragen? Herr Seppelt. Herr Seppelt wird seine Fragen einblenden. Ich lese sie einmal vor. Wie viele Gäste erwartet die Stadt im Jahr im Planetarium? Kann man da schon etwas sagen? Ja, die Frage würde ich beantworten. Ne? Also wir rechnen mit etwa 60.000 Besucherinnen und Besucher in einem vollständigen Jahr. Ja. Dankeschön. Die Frage 2. Wird es Zusammenarbeit mit den Schulen geben? Die Zusammenarbeit mit den Schulen, die gibt es bereits jetzt. Also ich bin schon dabei, mit den Schulen einzelne kleinere Projekte zu machen.
um auch natürlich auf das Planetarium aufmerksam zu machen. Und es gibt auch schon ein sehr gutes Netzwerk mit den Schulleiterinnen und Schulleitern. Also ich denke, da werden wir einen guten Zulauf haben in Zukunft. Und alle fiebern, das kann ich an der Stelle schon sagen, alle Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrenden fiebern dem Planetarium entgegen. Vielen Dank. Herr Skripczak, bitteschön. Herr Schlesier, guten Tag. Vielleicht können Sie auch noch ein bisschen was zu den Besonderheiten des Planetariums sagen. Ich glaube, mich zu entsinnen, dass Sie mal gesagt haben, es wird also nicht nur möglich sein, mit der Sternwarte also den Abendhimmel sich anzugucken, sondern es werden auch Sonnenbeobachtungen möglich sein. Da braucht man dann ja auch ein spezielles Teleskop. Und ich glaube, der Innenhimmel, die Verkleidung sozusagen des Sternensalzes, die kommt, glaube ich, aus den USA. Und vielleicht können Sie auch noch mal was zur Technik sagen, wie viele Lichtpunkte dann möglich sind, um den Sternhimmel darstellen zu können. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe ja schon immer betont, dass das Planetarium die große Besonderheit hat, dass wir im Sternensaal ganz virtuell in die Sterne gucken kann. Da kann man im Prinzip lernen, was man dort oben alles sehen kann, am richtigen Sternenhimmel. Und das Besondere am Planetarium ist eben, dass man dann im Anschluss abends oben auf die Dachterrasse gehen oder fahren kann. Und dann schaut man an den richtigen Sternenhimmel. Das ist richtig. Und dann haben wir doch die Möglichkeit, mit einem großen Teleskop, was an die Stadtlichtverhältnisse auch angepasst ist und mit einer ganz besonderen Steuerung ausgerüstet ist, sodass man das Erlebnis in die Sterne schauen und die Bilder, die dort gemacht werden, auch ganz barrierefrei im gesamten Planetarium in alle Veranstaltungsräume streamen kann. Und so wie ich erfahren habe, wird dafür extra eine Software erstellt, gebaut, dass das möglich ist. Wir möchten auch die Möglichkeit bieten, dass sowohl die heimische Universität, aber auch andere Universitäten per Fernzugriff Zugriff auf unser Teleskop haben werden. Das zur Technik des Teleskops. Im Kuppelsaal wird es eine Technik geben, die den Sternenhimmel so naturgetreu wie möglich darstellen kann. Ja, das ist ja die Uraufgabe des Planetariums, den Sternenhimmel so darzustellen, wie er in der Natur erlebbar ist. Ja, das ist aber nur eine Sache, die das Planetarium dann machen wird, aber alle Möglichkeiten jetzt aufzuzählen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Danke, das ist nicht der Fall. Dann herzlichen Dank an die teilnehmenden Journalisten, herzlichen Dank hier ans Podium und herzlichen Dank an die Hallenserinnen und Hallenser draußen am Livestream. Herzlichen Dank.